Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus aus dem Bayerischen Landtag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, dem Social Media Magazin zur Arbeit von uns Freien Wählern hier im Maximilianeum, in dem es heute um die Frage von der Tina aus der Landeshauptstadt München geht, die von mir wissen möchte, was haltet ihr Freien Wähler denn vom jüngsten Leak bei der AfD? Ja, liebe Tina, vielleicht erstmal erklärt, was da passiert ist, denn es war ja durchaus eine ereignisreiche Woche im bemerkenswertesten Sinne bei den Rechtspopulisten hier im Parlament. Zum einen ist mal wieder, muss man ja fast schon sagen, ein Kollege aus der AfD-Fraktion ausgetreten. Das ist in schöner Regelmäßigkeit der Fall. Die AfD ist hier im Landtag mal mit 22 gewählten Köpfen gestartet. Zwischenzeitlich sind sie noch 18. Immer wieder gibt es also jemanden, der ihnen aus verschiedenen Gründen den Rücken kehrt. Jeder Einzelne tut aus meiner Sicht unserer Demokratie gut und auch das war diese Woche wieder der Fall. Das ist, Tina, allerdings nicht, worauf du anspielst. Dir geht es um den Leak und beim Leak, da war es so, dass dem Bayerischen Fernsehen Kompliment für diese Recherche ein Ausschnitt aus einem internen Chat der AfD zugespielt worden ist, der, ich glaube, das darf man so sagen, mehr als tief blicken lässt, der einmal mehr zeigt, wes Geistes Kind diese Truppe hier im Herzen unserer Demokratie hier im Bayerischen Landtag ist. Ich persönlich bin jemand, der, seit ich im Parlament sein darf, dafür bekannt ist, besonders hart mit der AfD ins Gericht zu gehen. Wir Freien Wähler insgesamt stehen in diesem Ruf und ich glaube, dass Vorgänge wie das, was da diese Woche zutage getreten ist, auch noch einmal eindrucksvoll zeigen, weshalb das richtig und weshalb das so wichtig ist, jenseits des politischen Tagesgeschäftes. Was ist da passiert? Dieser Chat, der nach außen gedrungen ist, der enthält eine ganze Reihe von Nachrichten zwischen AfD-Politikern in Bayern, einfache Mitglieder der Partei, aber auch Mitglieder des Bayerischen Landtags, des Bundesparlamentes, die dort ihre politischen Fantasien miteinander austauschen. Und wenn man das so liest, dann läuft es einem ehrlicherweise als Demokrat eiskalt den Rücken herunter. Da schreibt beispielsweise eine Landtagsabgeordnetenkollegin hier aus dem Parlament, sie glaubt, wir bräuchten eine Art Bürgerkrieg in Bayern, wir bräuchten eine Revolution, die nicht im Sinne von Wahlen ablaufen könne, wird da gesagt von Kreisvorsitzenden der AfD. Also wirklich krude Umsturz, gewaltvolle Fantasien, Bürgerkrieg als Stichwort. Ein absoluter Wahnsinn. Wenn ich, Tina, also danach gefragt werde, was ich davon halte, was da jetzt einmal mehr zutage getreten ist, dann passt das natürlich einerseits in die Reihe all der Vorgänge, die die AfD hier in der kurzen Zeit, in der sie im Bayerischen Landtag ist, schon geliefert hat. Eine AfD, die mit Gasmaske am Rednerpult aufgetreten ist, eine AfD, die den Plenarsaal verlassen hat, als Charlotte Knobloch als Holocaust-Überlebende gesprochen hat, eine AfD, die Björn Höcke in dieses Parlament eingeladen hat und so vieles mehr. Aber ich finde, es ist nicht einfach nur die Fortsetzung dieser beispiellosen Reihe an Geschmacklosigkeiten, sondern es zeigt schon auch, und ich will das ganz deutlich sagen, dass in diesem Laden die Grenze zwischen Rechtspopulismus, den wir ertragen müssten, und Rechtsextremismus auf der anderen Seite nicht nur fließend verläuft, sondern sogar bei Mitgliedern des Parlaments überschritten ist. Und ich will schon sagen, in einer Woche, in der wir auch 75 Jahre Bayerische Verfassung feiern, das Fundament also der gedeihlichen Entwicklung Bayerns und unseres guten Zusammenlebens im Freistaat, da muss schon auch ganz klar sein, dass wir mit Menschen, die außerhalb dieser Verfassung stehen, außerhalb dieses Fundamentes stehen, übrigens egal ob links oder rechts davon, links davon gibt es in Bayern im Landtag glücklicherweise niemand, rechts davon, wie wir erkennen müssen, leider schon, dass wir mit solchen Leuten nichts zu tun haben wollen. Wer derart auf Kriegsfuß mit der Verfassung steht, ja, wer sich in unserer gemeinsamen Heimat gar einen Bürgerkrieg herbeiwünscht und das als seine politische Agenda sieht, der hat im Bayerischen Landtag nichts verloren. Der ist kein Fall für ein demokratisches Parlament, sondern der ist schlicht und ergreifend ein Fall für den Verfassungsschutz. Und deshalb glaube ich auch, dass wir wohl beraten sind, als Demokratinnen und Demokraten fraktionsübergreifend der AfD diese Maske, diese Fratze vom Gesicht zu reißen, die AfD zu demaskieren und den Menschen da draußen auch bis zur nächsten Landtagswahl ganz deutlich zu sagen, wes Geistes Kind die sind und auch welche parlamentarische
Performance dahinterlegt ist, sodass hoffentlich dann nach der nächsten Landtagswahl der Spuk vorbei ist und die AfD wieder draußen ist aus unserem bayerischen Parlament. Denn, liebe Tina, der Abschlussgedanke sei mir noch gestattet. Man muss sich ja auch mal eines auf der Zunge zergehen lassen, nämlich die Frage, wer die AfD gewählt hat. Das waren in aller Regel unzufriedene Menschen, so kommt jede Analyse zu dem Ergebnis. Das waren Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise eine Veränderung wünschen, weil sie mit dem Status quo unzufrieden sind. Und all diesen Menschen sei ganz deutlich gesagt, wenn irgendjemand rein gar nichts verändern kann, dann ist es die AfD, nicht nur, weil sie keine Mehrheiten im Parlament findet, sondern auch mit der Art und Weise, wie sie selbst nach 3 Jahren hier im Hohen Haus sich immer noch als Gurkentruppe geriert, jede Woche monateweise, jahreweise an Mitgliedern verliert, intern zerstritten ist in 2 Lagern, sich bei ihren eigenen Klausurtagungen nicht mehr auf Tagesordnungen einigen kann und die dann am Ende des Tages wieder absagen muss. Also es ist wirklich eine Gurkentruppe und es ist ein parlamentarisches Trauerspiel. Wer sich Veränderung wünscht, der hat verschiedene demokratische Optionen. Wer ganz sicher nichts verändert, das ist die AfD, und eine Stimme für die AfD ist deshalb gerade für die Menschen, die Veränderung wollen, immer eine verlorene Stimme. Das ist die Erkenntnis, die wir nach außen tragen sollen. Wir müssen aber auch nach außen tragen, welche Geisteshaltung im Hintergrund dieser Kolleginnen und Kollegen steht, und das ist in diesem internen Chat nochmals eindrucksvoll klar geworden. Das, was da vom BR ans Tageslicht gebracht worden ist, das ist nicht rechtspopulistisch, das ist schlicht rechtsextrem, und Rechtsextreme haben im Parlament nichts verloren und insbesondere sind sie kein Fall für den Landtag, sondern ein Fall für den Verfassungsschutz. Das, liebe Tina, zu deiner Frage, und wenn auch ihr eine Frage habt, dann macht's wie immer, postet sie unten in den Kommentaren oder schreibt uns eine Mail. Dann geht es nächste Woche vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt Frag Fabian. Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian.